Ein echter Waldhofbub, Fritz Walter. Jürgen Kohler und Maurizio Gardino wurden in Mannheim Weltstars. Auf dem Waldhof, wie es in dem nordbadischen Arbeiterviertel heißt, ist eine echte Kultstätte des Fußballs. Die Heimat des legendären Sepp Herberger, Weltmeistertrainer. Das dauert 90 Minuten. Fußballweisheiten. Der nächste Gegner ist immer der schwerste. Waldhofliebe. Der Ball ist rund. Sepp Herberger wurde immer mit Waldhof natürlich identifiziert. Und es war auch gut so. Und die Bevölkerung, das erlebe ich immer wieder, ob in Flensburg oder in Berchtesgaden, wenn es um die Mannheimer-Region geht, dann ist es der SV Waldhof. Der Mann mit dem berühmtesten Pepita-Hut der Bundesliga hat selbst Waldhof am meisten populär gemacht. Der Elektromeister am Seitenaus Klaus Schlappner formt aus Feierabendkickern einen Bundesligisten, genannt das Wunder Waldhof. War schon ein kleines Wunder gewesen, sage ich mal, denn der Verein war damals auch nicht finanziell auf Rosen gebettet. Und als der Klaus Schlappner dann zu uns kam, der zweiten Liga, war es ganz eng finanziell auch. Und wir waren praktisch auch gezwungen, oder die Verantwortlichen bei uns, auf die eigene Jugend zurückzugreifen. Das hat damals gepasst, sehr gut gepasst. Die A-Jugend wurde deutscher Meister. Eine verstärkte A-Jugend packt es ins Oberhaus, hat man selten erlebt. 1983 in Duisburg machen die Mannheimer den ersten und einzigen Bundesliga-Aufstieg ihrer Geschichte perfekt. In 7 Jahren erster Liga ragt der Auswärtssieg beim FC Bayern heraus. Eine völlig unbekümmert auftretende Mannschaft überrascht Fußball-Deutschland und Schlappi hat wieder seinen Auftritt. Das ist eiskalt von den Bayern. Auf dem Weg zu den Bayern und dort im Hotel treffe ich in Kurpelzer. Und der hat die Bayern-Mütze in der Tasche und ist ein Fan. Da habe ich gesagt, gib mir mal deine Mütze und habe mir die eingesteckt. Alles so unbewusst. Und wir gewinnen also dieses Spiel 2-1. Die Waldhof-Verteidigerschule war legendär. Dick Gießer, die Försterbrüder Steiner, Wörns, Jürgen Kohler gewann von Mannheim aus alle großen Titel des Fußballs. Mein erstes Bundesligaspiel unter Klaus Schlappner, wo ich machen durfte, das war in 2-Minuten-Einsatz gegen den 1. FC Kaiserslautern, wo wir auch 2-0 gewonnen haben. Und da hat mir kein geringer als der Hans-Peter Briegel einen Beinschuss gemacht. Und da habe ich mein Leben lang davon gelernt und auch gezehrt. Die Stars wurden alle verkauft. Abstiegskampf, Relegation, ausgerechnet gegen Darmstadt 98, das mittlerweile von Klaus Schlappner trainiert wurde. Existenzkampf gegen die alte Fußballliebe. Wegen Zuschauerschwunds kehrt man aus Ludwigshafen wieder an den heimischen Alsenweg zurück. Bernd Klotz ballert als ehemaliger Waldhöfer seinen Ex-Club für immer aus der ersten Liga. Prominente Trainer wie Klaus Toppmöller setzen eher modisch Akzente. Wie Uli Stielicke versuchen sich viele vergeblich an der Rückkehr. Uwe Rappolder war am nächsten dran, doch Ende der 90er ging der Fahrstuhl so richtig nach unten mit Stefan Kunz in Liga 3, später der Absturz in die Oberliga Baden-Württemberg. Das, was heute ist, ist eine Serie von den letzten 10 Jahren, vielleicht sogar von den letzten 15 Jahren. Jeder, der damit zu tun hat und heute den Finger schreckt und sagt, ach, wir hätten das machen sollen und die hätten das machen sollen, jenes. Das sind alles Täter. So bleiben Wehmut und ein paar blau-schwarze Bilder Mannheimer Fußballglückseligkeit aus den 80er Jahren. Wunder Waldhof, das war einmal.